Wo habe ich die Waffe denn her? Die hab ich gar nicht gemerkt, dass ich da, dass ich die bekommen habe. Nicht. Okay. Er sollte auf keinen Fall hier rüber treten, weil hier sind zwei. Sandjäger. Ja, Mann. Oh Gott. Was war das denn? Okay, er trifft mich aber hinter dem. Da kommt noch ein dritter. Oder nicht? Ah, dann halt nicht. Gut, dann probieren wir das Ganze doch nochmal. Scheiße. So, bitte. Wir lassen es bei 2. Ups, sorry. Okay. Dann. Was war das denn? Wie habe ich die gerade getriggert? Kann mir das mal bitte einer sagen? Aber auch hier muss ich sagen, die Waffe, die ich in der Hand habe, habe ich so ein bisschen anders in Erinnerung. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel Half-Life 2 gespielt. Das kann auch sein. Das kann sein. Mist, die Teile sind an. Ah, Hilfe. Alter, was ein Chaos. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mir das Alter abgewöhnen wollte? Don't move. Don't move. Okay, das ist nur eine Falle, denke ich mal. Okay, viel Energie ist uns jetzt hier nicht geblieben. Ich glaube, es ist eine schlechte Idee, diese Dinger hier detonieren zu lassen. Okay, bleib bitte da stehen, wo du bist. Möglicherweise. Dann, okay, das hier sollte ich nach Möglichkeit nicht zerstören. Nein, das sollte ich nach Möglichkeit auch nicht zerstören. Auf der anderen Seite wollte ich sagen. Okay, gut, jetzt haben wir es einmal hier kaputt gemacht. Das muss ich einsammeln. Hier liegen noch Dinge. Können wir alle sehr gut gebrauchen. Aber. Unsere Energie ist sehr. Wir müssen sehr darauf aufpassen. Wer bist du? Und warum schießt du auf mich? Aber merke dir, ich kann zurückschießen. Irgendwer will verhindern, dass das hier, was wir hier entdeckt haben, an die Oberfläche kommt. Sieht so nach einer kleinen Verschwörung aus, wenn ihr mich fragt. So, explodieren die Fässer jetzt hier? Ja.
kriegen nichts Tolles. Na dann gehen wir mal hier weiter. Slowly but sure. Okay. Aber das Gute, wir können uns hier, glaube ich, ganz gut nochmal ein bisschen Supplies versorgen. Das ist doch mal ganz ordentlich. Ich hoffe, ich verbaue mir hier keine Wege, dadurch, dass ich hier die ganzen Kisten kaputt mache. Was ich jetzt auch nicht weiß, ist jetzt hier in so großen Kisten was Besonderes drin oder gar standardmäßig gar nichts. Nein, hier ist was, kann was drin sein. Aber das haben wir in Half-Life 2 ein bisschen besser gemacht. Ich glaube, da ist es so, dass in jedem Fall Supply-Kisten markiert wurden. Also man weiß immer, welche Kisten man kaputt machen kann, um was zu bekommen. Und hier bei Half-Life 1 ist es noch so ein bisschen Zufall. An manchen Stellen, was man jetzt hier do not stack, was man jetzt hier kaputt kriegt und was nicht. Ah, okay. Dafür will ich jetzt keine Munition verschwenden hier. Hier hingegen schon. Wer hat das gesagt? We've got hostiles. Ja, so heißt das Kapitel. So, ich wollte nämlich jetzt hier schauen, ob ich... Ja, ich komme mit einer Granate weiter. Sehr gut. Ich muss nur gucken, dass ich diese Tür hier wieder aufkriege. Aber ich räume dann noch in der Zwischenzeit hier nochmal ein bisschen auf. Sofern ich eine Treppe hier. Wieder das sind. Mann. So treffe ich denn nicht, Mann. Okay, ich komme hier gerade nicht wirklich weiter. Ich probiere es hier nochmal. Kriege ich die Fire Door auf, indem ich jetzt hier... Ja, kriege ich. Okay. Ehrlich gesagt, es ist ziemlich schwierig zu sehen, wann es die Gegner erwischt hat, wenn die manchmal einfach nur so verschwinden. Das muss ich dann schon mal sagen. Anstrengend, muss ich sagen.
ganzen Sachen kaputt zu machen für ein bisschen Ausrüstung, die wir nicht tragen können. Das war knapp. Na gut, dann... Ich hoffe, wir kommen jetzt nochmal in den Raum von eben. Aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht so richtig. Was ist denn hier noch? Achso. Okay, ein bisschen Munition, nehmen wir gerne mit. Hä? Wow. So, dann der letzte hier. Ah, wunderbar. Ah, das kostet hier schon eine Menge. Energie, muss ich sagen. Okay, hier geht's runter. Und was war da hinten noch? Hier war gar nichts. Gut, dann gehen wir mal den Weg hier. Munition bitte, danke. Die großen Kisten sind mir echt zu blöd. Und ist da so gut wie nie was drin. Hier war ein bisschen was drin. Lohnt's halt. Ich meine, keine Ahnung. Total verschwendet. Okay, haben wir voll. Nee, lassen wir das einfach mal. Das dauert mir auch zu lange, würde ich sagen. Wow, aber macht auf jeden Fall sau Spaß, wieder hier zurück in Half-Life zu sein. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut sich das Spiel hier noch spielt. Das ist echt fantastisch. Das spielt sich hervorragend. Na, komm her. Wieso treffe ich denn nicht? Ich dachte kurz, ich habe nur die Schrotflinte drin, deswegen habe ich nur noch einmal geschossen. Aber der kann doch nicht hier so schwer zu treffen sein hier. Komm, bewegen wir uns mal ein bisschen. Okay. Wir sollten uns nicht allzu sehr aufs offene Feld wagen, wie ich sehe. Irgendwo sind hier noch mehr. Einen habe ich ja noch gesehen. Wir müssen vermutlich hier rein. Ich wollte gerade sagen, uns nicht davon treffen lassen. Da kommt da noch jemand.
Ich tauch mal ab. Das wird mir gerade zu heikel. Okay, hier ist nichts. Frage. Soll ich jetzt hier runter oder hoch? Weil hoch geht es ja kaum. Würde ich sagen, auf jeden Fall gleich mal die richtige Waffe reinmachen. Okay. Achso, ja, das ist doch richtig hier. Boah. Tödlich aufzustehen. Lieber hier hin. Und vielleicht können wir hier den Ventilator gleich abstellen oder so. Aber ohne Wartes kann man, glaube ich, da nicht runter. Wow! Ja, ist klar. Ist klar, Leute, ist klar. Ah, ich glaube, oder? Warte, ist das. Ich meine, der Spawnpunkt ist ja. Na, okay. Ich dachte kurz, man kann sich so ein bisschen dran vorbeigequetschen, aber das ist. War so nicht vorgesehen, glaube ich. Okay. So, die haben wir. Uah, kaputt gemacht. Dieses Sentry Gun. Gott, ein Labyrinth. Eliminiert. Nee. Kriegen wir hier so nicht klein. Und hier, ja, da können wir uns runterfallen lassen. Ich denke, da kamen wir her, aber dann wollte ich mal diesen Gang nochmal ausprobieren. Erforschen, was es hier noch so gibt. Attention. All military personnel, atomic, biological, chemical. I've heard you 12 dumbass scientists and not one of them fall back. This sucks. Ich hab. Was? Er hat wie viele Wissenschaftler getötet und keiner hat sich gewehrt? Das fand er total scheiße. Aber, ich muss jetzt doch nochmal gerade zurück. Denn. Ich kann die Lampe uns auch ausmachen. Da schien es ja gerade weiterzugehen, aber. Ich will auf jeden Fall wissen, was hier noch war.